Willkommen. Es gibt viele, die, nachdem sie die Organisation der Zeugen Jehovas verlassen haben, jeden Glauben an Gott verlieren und daran zweifeln, dass die Bibel sein Wort enthält, das uns zum Leben führt. Das ist so traurig, denn die Tatsache, dass Menschen uns in die Irre geführt haben, sollte nicht dazu führen, dass wir das Vertrauen in unseren himmlischen Vater verlieren. Trotzdem passiert das nur allzu oft. Deshalb habe ich heute James Penton, einen Experten für Religionsgeschichte, gebeten, den Ursprung der Bibel, wie wir sie heute haben, zu erörtern und zu erklären, warum wir darauf vertrauen können, dass ihre Botschaft heute genauso wahr und treu ist, wie sie es war, als sie ursprünglich verfasst wurde. Also stelle ich ohne Umschweife Professor Penton vor. Heute werde ich über Probleme sprechen, zu verstehen, was die Bibel wirklich ist. Seit Generationen wird die Bibel innerhalb der großen protestantischen Welt, so wie sie seit der protestantischen Revolution bekannt ist, von den meisten Gläubigen mit höchster Wertschätzung behandelt. Außerdem sind viele zu dem Verständnis gekommen, dass die 66 Bücher der protestantischen Bibel das Wort Gottes sind und unfehlbar. Und sie verwenden oft 2. Timotheus 3, die Verse 16 und 17, wo wir lesen, alle Schrift ist durch Inspiration von Gott gegeben und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Korrektur und zur Unterweisung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen ist, zu allen guten Werken vollkommen ausgerüstet. Das heißt aber nicht, dass die Bibel unfehlbar ist. Nun wurde die Bibel nicht immer als die alleinige Grundlage der Autorität angesehen, nach der Christen leben sollten. Tatsächlich erinnere ich mich, dass ich als Junge im Westen Kanadas römisch-katholische Aushänge sah, mit Aussagen, die besagten, die Kirche gab uns die Bibel aber uns nicht die Kirche. Es war also so, dass die Autorität zum Übersetzen und der Festlegung der Bedeutung der Texte in der Bibel vollständig der Kirche von Rom und ihren Päpsten überlassen wurde. Kurioserweise wurde diese Position aber erst nach dem Ausbruch der protestantischen Reformation auf dem katholischen Konzil von Trient zum Dogma erhoben. So wurden protestantische Übersetzungen in katholischen Ländern verboten. Martin Luther war der Erste, der den gesamten Stoff der 24 Bücher der hebräischen Schriften akzeptierte, obwohl er sie anders anordnete als die Juden und weil er die 12 kleinen Propheten nicht als ein Buch ansah. So begann der Protestantismus auf der Grundlage des Sola Scriptura, also der Schriftalleinlehre, viele katholische Lehren in Frage zu stellen. Aber Luther selbst hatte Schwierigkeiten mit bestimmten Büchern des Neuen Testaments, besonders mit dem Buch Jakobus, weil es nicht zu seiner Lehre von der Errettung allein durch den Glauben passte, und eine Zeit lang auch mit dem Buch der Offenbarung. Dennoch schuf Luther mit seiner Übersetzung der Bibel ins Deutsche die Grundlage für die Übersetzung der Heiligen Schrift auch in andere Sprachen. Zum Beispiel begann Tyndall unter dem Einfluss Luthers mit der englischen Übersetzung der Heiligen Schrift und legte die Grundlage für spätere englische Übersetzungen, einschließlich der King James oder Authorized Version. Aber nehmen wir uns etwas Zeit, um uns mit bestimmten Aspekten der Geschichte der Bibel vor der Reformation zu beschäftigen, die nicht allgemein bekannt sind. Zuerst einmal wissen wir nicht genau, warum oder von wem die hebräische Bibel früher kanonisiert wurde oder welche Bücher bestimmt werden sollten, um in ihr enthalten zu sein. Obwohl wir ziemlich gute Informationen haben, dass es während des ersten Jahrhunderts der christlichen Ära war, muss man jedoch anerkennen, dass viel Arbeit bei der Organisation der Bibel
schon kurz nach der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft geleistet wurde, die im Jahr 539 vor Christus oder kurz danach stattfand. Ein Großteil der Arbeit, bestimmte Bücher in der jüdischen Bibel zu verwenden, wird dem Priester und Schreiber Esra zugeschrieben, der die Verwendung der Tora oder ersten fünf Bücher sowohl der jüdischen und christlichen Bibel betonte. An diesem Punkt müssen wir uns klar machen, dass ab etwa 280 vor Christus die große, ausgewanderte jüdische Bevölkerung, die in Alexandria in Ägypten lebte, anfing, die jüdische Schriften ins Griechische zu übersetzen. Schließlich konnten dort viele Juden nicht mehr länger Hebräisch oder Aramäisch sprechen, wie das heute in Israel der Fall ist. Das Werk, das sie erstellten, wurde Septuaginta genannt. Und es wurde die meistzitierte Übersetzung der Heiligen Schrift im neuen christlichen Neuen Testament. Neben den Büchern, die in der jüdischen Bibel und später in der protestantischen Bibel kanonisiert wurden. Die Übersetzer der Septuaginta fügten etwa sieben Bücher hinzu, die in protestantischen Bibeln oft nicht vorkommen, aber als deuterokanonische Bücher gelten und daher in katholischen und östlich-orthodoxen Bibeln vorhanden ist. In der Tat betrachten orthodoxe Geistliche und Gelehrte die Septuaginta-Bibel oft als dem masoretischen hebräischen Text überlegen. In der späteren Hälfte des ersten Jahrtausends nach Christus schufen Gruppen jüdischer Schriftgelehrter, die als Masoreten bekannt waren, ein Zeichensystem, um die richtige Aussprache und Rezitation des biblischen Textes zu gewährleisten. Sie versuchten auch, Absatzeinteilungen zu standardisieren und die korrekte Reproduktion des Textes durch zukünftige Schreiber zu gewährleisten, indem sie Listen mit den wichtigsten orthografischen und sprachlichen Merkmalen der Bibel zusammenstellten. Zwei Hauptschulen oder Familien der Masoreten, Ben Naphtali und Ben Asher, schufen leicht unterschiedliche masoretische Texte. Die Version von Ben Asher setzte sich durch und bildete die Grundlage der modernen biblischen Texte. Die älteste Quelle der masoretischen Textbibel ist der Aleppo-Kodex Keter Aram Tzoba von ca. 925 nach Christus. Obwohl er der Ben-Asher-Schule der Masoreten am nächsten steht, ist er nur unvollständig erhalten, da fast die gesamte Tora fehlt. Der älteste vollständige Quelle für den masoretischen Text ist der Codex Leningrad, B19a, Codex L, aus dem Jahr 1009 nach Christus. Der masoretische Text der Bibel ist zwar ein außerordentlich sorgfältiges Werk, aber er ist nicht perfekt. Zum Beispiel gibt es in einer sehr begrenzten Anzahl von Fällen nichtssagende Übersetzungen. Und es gibt Fälle, in denen frühere biblische Quellen vom Toten Meer, die nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurden, mehr mit der Septuaginta übereinstimmen als mit dem masoretischen Text der jüdischen Bibel. Darüber hinaus gibt es größere signifikante Unterschiede zwischen dem masoretischen Text der Bibel und sowohl der Septuaginta als auch der samaritanischen Tora, die sich in der im Buch Genesis angegebenen Lebensspanne der vorsintflutlichen Personen zur Zeit Noahs unterscheiden. Wer kann also sagen, welche dieser Quellen die früheste und damit die richtige ist? Bestimmte Dinge müssen in Bezug auf moderne Bibeln beachtet werden, insbesondere in Bezug auf die christlichen griechischen Schriften oder das Neue Testament.
Erstens hat die christliche Kirche lange gebraucht, um zu bestimmen, welche Bücher kanonisiert oder als richtige Werke, die das Wesen des Christentums widerspiegeln und auch inspiriert sind, bestimmt werden sollten. Es ist beachtenswert, dass eine Reihe von Büchern des Neuen Testaments es schwer hatte, in den ostgriechisch sprechenden Teilen des Römischen Reiches anerkannt zu werden. Aber nachdem das Christentum unter Konstantin legalisiert wurde, wurde das Neue Testament, so wie es heute existiert, im Weströmischen Reich kanonisiert. Das war im Jahr 382. Aber die Anerkennung der Kanonisierung derselben Liste von Büchern fand im Oströmischen Reich erst nach 600 nach Christus statt. Es sollte jedoch anerkannt werden, dass im Allgemeinen die 27 Bücher, die schließlich als kanonisch akzeptiert wurden, schon lange als die Geschichte und Lehren der frühen christlichen Kirche widerspiegelnd akzeptiert worden waren. Zum Beispiel scheint Origenes von Alexandria 184 bis 253 nach Christus alle 27 Bücher als heilige Schriften verwendet zu haben, die später offiziell kanonisiert wurden, lange bevor das Christentum legalisiert wurde. Im östlichen Reich, in dem Oströmischen Reich, blieb Griechisch die grundlegende Sprache für die christlichen Bibeln und die Christen, aber im westlichen Teil des Reiches, der allmählich in die Hände der germanischen Invasoren fiel, wie die Goten, Franken, Angeln und Sachsen, verschwand der Gebrauch des Griechischen praktisch. Aber Latein blieb und die primäre Bibel der westlichen Kirche war Hieronymus' lateinische Vulgata. Und die Kirche von Rom widersetzte sich der Übersetzung dieses Werkes in eine der Volkssprachen, die sich im Laufe der langen Jahrhunderte, die man das Mittelalter nennt, entwickelten. Der Grund dafür ist, dass die Kirche von Rom das Gefühl hatte, dass die Bibel gegen die Lehren der Kirche verwendet werden könnte, wenn sie in die Hände von Laien und Angehörigen vieler Nationen fiel. Und obwohl es ab dem 11. Jahrhundert Aufstände gegen die Kirche gab, konnten die meisten von ihnen mit Unterstützung der weltlichen Obrigkeit niedergeschlagen werden. Eine wichtige Bibelübersetzung entstand jedoch in England. Das war die Wycliffe-Übersetzung, John Wycliffe-Bibelübersetzungen ins Mittelenglische des Neuen Testaments, die aus dem Lateinischen übersetzt wurde. Aber sie wurde 1401 verboten und diejenigen, die sie verwendeten, wurden gejagt und getötet. Es war also erst ein Ergebnis der Renaissance, dass die Bibel in weiten Teilen der westeuropäischen Welt an Bedeutung gewann. Aber es sollte beachtet werden, dass bestimmte Ereignisse viel früher stattfinden mussten, die für die Bibelübersetzung und Veröffentlichung wichtig waren. Was die griechische Schriftsprache betrifft, so kam um das Jahr 850 nach Christus eine neue Art von griechischen Buchstaben auf, die griechischen Minuskeln genannt wurden. Vorher wurden die griechischen Bücher mit unikalen Buchstaben geschrieben, so etwas wie verschnörkelte Großbuchstaben, und haben keine Trennung zwischen den Wörtern und keine Interpunktion. Aber mit der Einführung der Minuskeln begannen die Wörter getrennt zu werden und Interpunktion wurde eingeführt. Interessanterweise begann dasselbe in Westeuropa mit der Einführung der sogenannten karolingischen Minuskel zu geschehen. So stehen auch heute noch Bibelübersetzer, die altgriechische Manuskripte überprüfen wollen, vor dem Problem, wie sie die Texte interpunktieren sollen. Aber gehen wir weiter zur Renaissance, denn in dieser Zeit geschahen eine Reihe von Dingen. Zunächst gab es ein großes Erwachen des Interesses an der Bedeutung der alten Geschichte, was das Studium des klassischen Lateins und ein erneutes Interesse an Griechisch und Hebräisch einschloss. So traten im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert zwei wichtige Gelehrte in den Vordergrund. Dies waren Desiderius Erasmus
und Johann Reuchlin. Beide waren griechisch Gelehrte und Reuchlin war auch hebräisch Gelehrter. Von den beiden war Erasmus der Wichtigere, denn er war es, der eine Reihe von revidierten Texten des griechischen Neuen Testaments erstellte, die als Grundlage für neue Übersetzungen dienen konnten. Diese revidierten Texte waren Textrevisionen, die auf sorgfältigen Analysen der originalen christlich-griechischen Bibeldokumente basierten und als Grundlage für viele der Übersetzungen des Neuen Testaments in verschiedene Sprachen dienten, insbesondere ins Deutsche, Englische, Französische und Spanische. Es überrascht nicht, dass die meisten dieser Übersetzungen von Protestanten angefertigt wurden. Aber im Laufe der Zeit wurden einige auch von Katholiken angefertigt. Glücklicherweise war dies alles kurz nach der Entwicklung des Buchdrucks. Und so wurde es einfach, viele verschiedene Übersetzungen der Bibel zu drucken und weit zu verbreiten. Bevor ich weitermache, muss ich noch etwas anderes anmerken. Das war, dass im frühen 13. Jahrhundert Erzbischof Stephen Langton, berühmt geworden durch die Magna Carta, die Praxis einführte, praktisch allen Büchern der Bibel Kapitel hinzuzufügen. Als dann die englischen Bibelübersetzungen stattfanden, basierten die frühesten englischen Bibelübersetzungen auf denen des Märtyrers Tyndale und Miles Coverdale. Nach Tyndales Tod setzte Coverdale die Übersetzung der Heiligen Schrift fort, die als Matthäusbibel bezeichnet wurde. Im Jahr 1537 war sie die erste englische Bibel, die legal veröffentlicht wurde. Zu dieser Zeit hatte Heinrich VIII. England von der katholischen Kirche gelöst. Später wurde eine Kopie der Bischofsbibel gedruckt und dann kam die Genfer Bibel. Nach einer Aussage im Internet haben wir Folgendes. Die populärste, also englische Übersetzung, war die Genfer Bibel 1556, die erstmals 1576 in England erschien und von englischen Protestanten, die während der Verfolgung durch Queen Mary, Bloody Mary, ins Exil lebten. Sie war in Genf angefertigt worden. Da sie nie von der Krone autorisiert wurde, war sie besonders bei den Puritanern beliebt, nicht aber bei vielen konservativeren Geistlichen. 1611 wurde jedoch die King James Bibel gedruckt und veröffentlicht, obwohl sie einige Zeit brauchte, um populär zu werden oder populärer als die Genfer Bibel zu sein. Sie war jedoch eine bessere Übersetzung wegen ihres schönen Englisch, ihrer Straffheit, aber sie ist heute veraltet, weil sich das Englische seit 1611 stark verändert hat. Sie basierte auf den wenigen griechischen und hebräischen Quellen, die man damals hatte. Und heute haben wir viel mehr. Und weil doch viele der englischen Wörter, die darin verwendet werden, Menschen im 21. Jahrhundert nicht mehr bekannt sind. Okay, ich werde mit diesem Thema in einer zukünftigen Diskussion weitermachen, also über moderne Übersetzungen und ihre Probleme. Aber im Moment möchte ich meinen Kollegen Eric Wilson einladen, mit mir einige der Dinge zu diskutieren, die ich in meinem kurzen Überblick über die Geschichte der Bibel erwähnt habe. Okay, Jim, du hast Minuskeln erwähnt. Was ist eine griechische Minuskel? Nun, der Begriff Minuskel bedeutet eigentlich Kleinbuchstabe, also kleine Buchstaben und nicht die großen Buchstaben. Und das gilt für das Griechische. Es gilt auch für unser eigenes System der Schrift oder des Drucks. Du hast auch revidierte Texte erwähnt. Was sind revidierte Texte? Nun, ein revidierter Text, das ist ein Begriff, den die Leute wirklich lernen sollten, wenn sie an der Geschichte der Bibel interessiert sind. Wir wissen,
dass wir keine der ursprünglichen Manuskripte oder Schriften haben, die in der Bibel eingegangen sind. Wir haben Kopien von Kopien. Und die Idee war, zu den frühesten Kopien zurückzukehren, die wir haben, und das vielleicht in einer Vielzahl von Formen, die bis jetzt erhalten geblieben sind. Und da gibt es Schreibschulen, mit anderen Worten, Schriften in Minuskeln oder Schriften, nicht in Minuskeln, sondern im Gegenteil, Unziale, die in früher römischer Zeit erschienen. Und das macht es schwer, genau zu wissen, welche Schriften aus der Zeit der Apostel stammen. Also entschloss sich Erasmus von Rotterdam, einen revidierten Text zu erstellen. Nun, was ist das? Er sammelte alle ihm bekannten Manuskripte aus antiker Zeit, die in Griechisch geschrieben waren. Er ging sie durch und studierte sie sorgfältig und ermittelte, welche die größte Evidenz für einen bestimmten Text oder Schriftsteller hatte. Und er erkannte, dass es einige Schriften gab, die in der lateinischen Übersetzung überliefert worden waren, der Übersetzung, die über hunderte von Jahren in den westlichen Gesellschaften verwendet worden waren. Und er stellte fest, dass es Stellen gab, die nicht in den Originalmanuskripten enthalten waren. Also studierte er diese und erstellte einen revidierten Text. Das ist ein Werk, das auf den besten Beweisen basierte, die er zu dieser Zeit hatte. Und er war in der Lage, bestimmte Texte in der lateinischen Übersetzung zu eliminieren, entfernen oder zu zeigen, dass sie nicht korrekt waren. Und das war eine Entwicklung, die zur Reinigung der biblischen Werke beigetragen hat. So dass wir durch den revidierten Text etwas bekommen, das näher am Original ist. Nun, seit Erasmus' Zeit im frühen 16. Jahrhundert wurden viele, viele weitere Manuskripte und Papyri, also viele Dokumente aus Papyrus entdeckt. Und wir wissen jetzt, dass sein revidierter Text nicht aktuell war. Und Gelehrte haben seitdem wirklich daran gearbeitet, die biblischen Berichte zu bereinigen, wie Westcott und Hort im 19. Jahrhundert und neuere revidierte Texte seit dieser Zeit wurden sie entwickelt. Und so haben wir ein Bild davon, wie die ursprünglichen biblischen Bücher waren und diese erscheinen im Allgemeinen in den neuesten Übersetzungen der Bibel. Im gewissen Sinne ist die Bibel also durch die revidierten Texte gereinigt worden und ist besser als zu Erasmus-Zeiten und sicherlich besser als im Mittelalter. Okay, Jim, kannst du uns jetzt ein Beispiel für einen revidierten Text nennen? Vielleicht einen, der Menschen dazu veranlasst, an die Dreieinigkeit zu glauben, der sich aber inzwischen als unecht erwiesen hat? Ja, es gibt ein paar davon, nicht nur in Bezug auf die Dreieinigkeit. Vielleicht ist einer der besten, abgesehen davon, dieser Bericht über die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde und die zu Jesus gebracht wurde, um sie zu richten, und er weigerte sich, es zu tun. Dieser Bericht ist entweder unecht oder er wird manchmal ein wandernder oder umherziehender Bericht genannt, der in verschiedenen Teilen des Neuen Testaments und insbesondere in den Evangelien auftaucht. Das ist einer davon. Und dann gibt es das, was man das trinitarische Komma nennt. Und das lautet,
Es gibt drei, die im Himmel Zeugnis ablegen: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und das hat sich als unecht oder ungenau erwiesen, nicht in der ursprünglichen Bibel. Erasmus wusste das. Und in den ersten beiden revidierten Texten, die er produzierte, kam es nicht vor. Und er sah sich einer großen Verärgerung katholischer Theologen gegenüber, die nicht wollten, dass das aus der Heiligen Schrift herausgenommen wurde. Sie wollten es drin haben, ob es nun hineingehört hätte oder nicht. Und schließlich knickte er ein und sagte: Nun, wenn ihr ein Manuskript finden könnt, das zeigt, dass dies vorhanden war, und sie fanden ein spätes Manuskript, und er fügte es ein in der dritten Ausgabe seines revidierten Textes. Und natürlich geschah dies unter Druck. Er wusste es besser, aber zu dieser Zeit konnte jeder, der gegen die katholische Hierarchie oder, was das betrifft, gegen viele Protestanten Stellung bezog, damit enden, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Und Erasmus war ein zu kluger Mann, um das nicht zu erkennen. Und natürlich gab es viele, die zu seiner Verteidigung kamen. Er war ein sehr taktvoller Mensch, der oft von Ort zu Ort zog, und er war sehr daran interessiert, die Bibel zu reinigen. Und wir haben Erasmus viel zu verdanken. Und jetzt wird wirklich erkannt, wie wichtig seine Haltung war. Die große Frage: Glaubst du, dass die Unterschiede zwischen dem masoretischen Text und der Septuaginta, ganz zu schweigen von anderen alten Manuskripten, die Bibel als Gotteswort ungültig machen? Nun, lass mich dies zu Beginn sagen. Ich mag den Ausdruck nicht, der in Kirchen oder von Menschen im Allgemeinen verwendet wird, dass die Bibel Gottes Wort ist. Warum lehne ich das ab? Weil die Heilige Schrift sich selbst nie Gottes Wort nennt. Ich glaube, dass Gottes Wort in der Schrift vorkommt. Aber man muss bedenken, dass ein großer Teil der Schrift nichts mit Gott direkt zu tun hat und ein historischer Bericht darüber ist, was mit den Königen Israels geschah und so weiter. Und wir haben da ja auch den Teufel, der spricht, und auch viele falsche Propheten, die in der Bibel sprechen. Und die Bibel als Ganzes, als Gottes Wort zu bezeichnen, ist meiner Meinung nach falsch. Und es gibt einige hervorragende Gelehrte, die dem zustimmen. Aber womit ich übereinstimme, ist, dass dies die Heilige Schrift ist, die heiligen Schriften, die uns ein Bild der Menschheit im Laufe der Zeit geben. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Nun, zerstört die Tatsache, dass es Dinge in der Bibel gibt, die einander zu widersprechen scheinen, unser Verständnis dieser Reihe von Büchern? Ich glaube nicht. Wir müssen den Kontext jedes Bibelzitats betrachten und sehen, ob es sich so ernsthaft widerspricht oder ob sie sich gegenseitig so ernsthaft widersprechen, dass wir dadurch den Glauben an die Bibel verlieren. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich denke, dass wir den Kontext betrachten und immer feststellen müssen, was der Kontext zu einem bestimmten Zeitpunkt sagt. Und oft gibt es ziemlich einfache Antworten auf das Problem. Zweitens glaube ich, dass die Bibel eine Veränderung über die Jahrhunderte hinweg zeigt. Was will ich damit sagen? Nun,
Es gibt eine Denkrichtung, die als Salvation History bezeichnet wird. Auf Deutsch heißt das Heilsgeschichte. Und dieser Begriff wird von Gelehrten auch im Englischen oft verwendet. Und es bedeutet, dass die Bibel ein sich entfaltender Bericht von Gottes Willen ist. Gott fand die Menschen so vor, wie sie in einer bestimmten Gesellschaft halt waren. Zum Beispiel wurden die Israeliten aufgerufen, in das verheißene Land Kanaan einzuziehen und die Menschen, die dort lebten, zu vernichten. Wenn wir nun zum Christentum kommen, dem frühen Christentum, glaubten die Christen mehrere Jahrhunderte lang nicht daran, das Schwert zu ergreifen oder militärisch zu kämpfen. Erst nachdem das Christentum vom Römischen Reich wirklich legalisiert wurde, begannen sie, sich an militärischen Unternehmungen zu beteiligen und wurden so hart wie jede andere Religion. Davor waren sie pazifistisch. Die frühen Christen handelten ganz anders, als David und Josua und andere es getan hatten, als sie mit den heidnischen Gemeinschaften in der Umgebung und in Kanaan selbst kämpften. Gott hat das also zugelassen. Und oft müssen wir uns zurücklehnen und sagen, nun, was willst du eigentlich, Gott? Nun, Gott antwortet darauf im Buch Hiob, wenn er sagt, schau, ich habe alle diese Dinge geschaffen. Ich paraphrasiere jetzt hier. Und du warst nicht dabei. Und wenn ich zulasse, dass jemand getötet wird, kann ich diese Person auch aus dem Grab zurückholen. Und diese Person kann in Zukunft wieder auferstehen. Und die christlichen Schriften zeigen, dass das geschehen wird. Es wird eine allgemeine Auferstehung geben. Wir können also nicht immer Gottes Standpunkt in diesen Dingen in Frage stellen, weil wir es nicht verstehen. Aber wir sehen, wie sich dies auflöst oder sich von sehr grundlegenden Konzepten im Alten Testament oder den hebräischen Schriften zu den Propheten und schließlich zum Neuen Testament bewegt, das uns das Verständnis dafür gibt, warum es bei Jesus von Nazareth ging. Ich habe einen tiefen Glauben an diese Dinge. Also gibt es Wege, wie wir die Bibel betrachten können, die sie als Ausdruck des Willen Gottes und seines göttlichen Heilsplans für die Menschen in der Welt verständlich machen. Wir müssen auch etwas anderes anerkennen. Luther betonte eine wörtliche Auslegung der Bibel. Das geht ein bisschen zu weit, denn die Bibel ist ein Buch der Metaphern. In erster Linie wissen wir nicht, wie der Himmel aussieht. Wir können den Himmel nicht erreichen. Und auch wenn es viele Materialisten gibt, die sagen, nun, das ist alles, was es gibt, und es gibt nichts darüber hinaus, nun, vielleicht sind wir wie die kleinen blindischen Fakire, die sich an den verschiedenen Teilen des Elefanten festhielten. Sie konnten den Elefanten nicht als Ganzes sehen, weil sie nicht die Fähigkeit dazu hatten. Und es gibt heute diejenigen, die sagen, naja, die Menschheit ist nicht in der Lage, alles zu verstehen. Ich denke, das ist wahr. Und deshalb werden wir in der Bibel mit einer Metapher nach der anderen bedient. Und das heißt, der Wille Gottes wird in Symbolen erklärt, die wir verstehen können. Menschliche Symbole und physische Symbole, die wir verstehen können.
Und deshalb können wir durch diese Metaphern und Symbole den Willen Gottes erreichen und verstehen. Und ich denke, dass eine Menge davon notwendig ist, um zu verstehen, was die Bibel ist und was Gottes Wille ist. Und wir sind alle unvollkommen. Ich glaube nicht, dass ich den Schlüssel zu allen Wahrheiten habe, die in der Bibel stehen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein anderer Mensch das hat. Und Menschen sind sehr anmaßend, wenn sie denken, dass sie Gottes unmittelbare Anweisung haben, zu sagen, was die Wahrheit ist. Und es ist bedauerlich, dass sowohl die großen Kirchen als auch viele sektierische Bewegungen innerhalb der Christenheit versuchen, ihre Theologie und ihre Lehren anderen aufzuzwingen. Schließlich sagt die Heilige Schrift an einer Stelle, dass wir keine Lehrer brauchen. Wir können, wenn wir versuchen, geduldig zu lernen und den Willen Gottes durch Christus zu verstehen, ein Bild bekommen. Zwar kein perfektes, weil wir weit davon entfernt sind, perfekt zu sein, aber nichtsdestotrotz gibt es dort Wahrheiten, die wir in unserem Leben anwenden können und auch tun sollten. Und wenn wir das tun, können wir großen Respekt vor der Bibel haben. Vielen Dank, Jim, dass du diese interessanten Fakten und Einblicke mit uns teilst. Vielen Dank, Eric. Und ich bin so froh, hier zu sein und mit dir an einer Botschaft für viele, viele Menschen zu arbeiten, die sich nach biblischen Wahrheiten sehnen und nach der Wahrheit über Gottes Liebe und der Liebe Christi und der Bedeutung unseres Herrn Jesus Christus für uns alle. Wir mögen andere Auffassungen haben als andere, aber Gott wird letztendlich all diese Dinge offenbaren. Und wie der Apostel Paulus sagte, wir sehen undeutlich wie durch dunkles Glas. Aber dann werden wir alles verstehen oder wissen.